verliebt. Und nun, guten Morgen. Jeder kennt das Gefühl, hoffentlich jeder der Zuschauer, der das Video sieht, kennt das Gefühl, dass man verliebt ist. Und dann passiert etwas, zumindest kann ich das aus meiner Erfahrung bestätigen und auch aus den Gesprächen mit Menschen, dass man dieses Verliebtsein konsumiert, dass man diese Energie, die extrem stark ist, egal ob es jetzt biochemisch, physikalisch oder spirituell ist, aber ihr spürt eine Energie in euch, wenn ihr verliebt seid. Und diese Energie wird oft konsumiert. Es wird ganz viel zusammen gemacht, es wird viel Zeit miteinander verbracht. Man genießt einfach alles, was in diesem Moment da ist. Und das klingt an sich hier erstmal nicht verkehrt. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo Genuss glorifiziert wird, wo man immer nur alles genießen soll. Und das ist ganz wichtig, dass man genießt. Und das kommt daher, da wir Genuss oft zusammen mit Konsum erleben. Wir konsumieren und dadurch können wir genießen. Und dadurch wird diese Genusssucht auch immer weiter kultiviert und im Marketing der Unternehmen spielt das eine ganz große Rolle. Und entsprechend müssen wir uns etwas selber zurücknehmen und diesen Genuss, der in uns allen drin ist und was wir alle wirklich von Herzen wollen, der ist nicht der Genuss, der sich derzeit in der Gesellschaft spiegelt. Man sollte genießen, man sollte den Tag genießen. Man sollte voller Liebe und Dankbarkeit jeden Tag begehen, idealerweise jeden Moment. Aber das passiert nicht, sondern wir fokussieren unseren Genuss auf einzelne Dinge und machen das dann so intensiv, wie auch beim Essen, dass wir das gar nicht mehr sehen können irgendwann. Und das fühlt sich nicht richtig an für mich. Und das Verliebtsein, diese Energie ganz am Anfang, die hat vielleicht auch eine Rolle, eine Funktion. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht und da bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen. Diese Kraft ganz am Anfang hat vielleicht die Funktion, dass man etwaige Unstimmigkeiten oder gedankliche Probleme aufarbeiten und lösen kann. Das heißt, dass man sich zusammensetzt und über zum Beispiel Verstandesthemen redet, unterschiedliche politische Ansichten. Wie möchte man seine Familie gestalten? Was hat man für Wünsche für die Zukunft? Solche Dinge, dass man das direkt mit dieser Kraft der Liebe am Anfang klärt. Und diese Kraft ist ja auch die Kraft des Verständnisses, dass man dann eben über Dinge, ihr werdet das vielleicht kennen, wenn ihr eine langjährige Beziehung gepflegt habt, dass man über Dinge, die wirklich fundamental sind, trotzdem respektvoll miteinander reden kann. Und in einer längeren Beziehung sind es oft Kleinigkeiten, die dazu führen, dass man streitet und sich eigentlich fragt, warum streiten wir jetzt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und daher ist es besonders wichtig, in der Phase des Verliebtseins aufeinander zuzugehen und über diese Verstandesthemen zu reden. Und auch in dieser Phase des Verliebtseins, diese Energie nutzend, über aktuelle Probleme zu reden. Das heißt, jeder hat oftmals Dinge, die ihn gerade beschäftigen. Und vielleicht auch nicht Dinge, die man in der Phase des Verliebtseins unbedingt teilen möchte. Das können massive Dinge sein, wie Ängste oder man leidet unter Panikattacken. Und es können kleinere Dinge sein, wie Unsicherheiten in Bezug auf gewisse Themen. Und natürlich auch innerhalb der Partnerschaft, Sexualität. Solche Dinge. Am Anfang der Phase des Verliebtseins ist eine unglaubliche Kraft vorhanden. Und diese Kraft, die sollte man genau für diese Dinge nutzen. Und wenn man das tut, dann kommt man gemeinsam viel besser in einen Flow, in eine gleichartige Wellenbewegung. Man kann unterschiedlicher Ansicht sein, man kann sich auf unterschiedlichen Wellen, auf unterschiedlichen Wellen befinden, innerhalb des gesamten Meeres. Und man kann im Flow sein, ohne dass man an der exakt derselben Stelle ist. Und das ist ein wunderbares Erlebnis, was sicher die meisten von euch kennen. Aber das kann man eben auch für die Zukunft innerhalb
dieser Beziehung auch kultivieren, wenn man die Kraft des Verliebtseins eben nicht nur konsumiert, sondern eben gemeinsam fruchtbar einsetzt. Ja. Und natürlich auch das Thema klärt, was ist Liebe? Das ist ein Thema, was durchaus am Anfang auch von dem einen oder anderen als unangenehm empfunden wird, wenn man darüber redet. Da sind wir wieder bei dieser Genusssucht. Ach, lass uns doch einfach das Leben. Ja, wenn wir in einem natürlichen Zustand wären, wenn wir als Kinder mit einer natürlichen Umgebung aufgewachsen wären, wenn wir uns hätten frei entfalten können, wenn wir von jeher einfach uns laufen gelassen haben, einfach gelebt hätten und einen natürlichen Zugang über unsere Intuition dazu gefunden hätten, dann wäre das genau das Richtige. In diesem Fall, wenn das jemand sagt, in der heutigen Gesellschaft, ist es meistens nur Genusssucht und die Verweigerung, sich mit aktuellen Problemen auseinanderzusetzen. Aber das ist notwendig. Deshalb muss geklärt werden, was ist Liebe. Und es sollte ein Konsens darüber bestehen. Denn Liebe kann verstanden werden als Zweck, indem man sich darüber unterhält, ja, dass man sich ganz fühlt, dass man quasi den anderen braucht, dass man ohne ihn nicht mehr leben kann, dass man eine gewisse Planung hat, so Familie, und das dann halt genau abstimmt und auch nur dann übereinkommt, wenn das passt, dass man diese Liebe geschlossen hält, dass kein anderer in diese Liebe hinein kann, sondern dass es exklusiv ist. Also wenn das so Richtung Zweck und Bedingungen geht, und das sollte man dann klären, weil es dann auch wichtig ist, dass man dann auf derselben Ebene schwimmt. Und dann gibt es natürlich die Liebe, die einfach bedingungslos ist, eine bedingungslose Liebe. Und ich möchte auch sagen, das soll keine Wertung sein. Wer sich selber nicht ganz fühlt, der das Gefühl hat, ihm fehlt was, und nicht jeder hat die Fähigkeiten und die Möglichkeiten für sich, innerhalb des Lebens sich ganz zu fühlen, und er trifft jemanden, der sich auch nicht ganz fühlt, und beide fühlen sich ganz wunderbar, dann ist das genau das Richtige für die beiden. Und dann gibt es Menschen, die haben die Fähigkeit, sich ganz zu fühlen, und die haben eben auch die Fähigkeit, bedingungslos zu leben. Und das ist dann eben assoziiert mit einer Freiheit und dass der andere wichtig ist und nicht man selber im Vordergrund ist. Und das kann man ganz einfach testen, indem man sich die Frage stellt, in Bezug auf die andere Person, die man liebt: Kann ich mich freuen, wenn der andere glücklich ist, wenn dieser mit einer anderen Person zusammen ist außer mir? Wenn ich mich da freuen kann, dass dieser auch die Liebe empfindet zu einer anderen Person, dann habt ihr eine gute Chance, dass das eine bedingungslose Liebe ist. Und dann solltet ihr das auch kommunizieren, wie das der andere sieht, und diese Kraft der Liebe eben nutzen, um gemeinsam in einen Flow zu kommen. Wir sind, auch wenn wir das gerne wollen würden, nicht losgelöst von unserem Verstand, von unserem Ego. Wir können uns oft rauszoomen, je nach Fähigkeiten, je nachdem, wie man das übt, wie man das überhaupt als Ziel für sich selber manifestiert. Aber es ist existent. Und deshalb ist es auch wichtig, sich auf Verstandesebene anzunähern und ja, eine gewisse Basis zu schaffen, um dann wirklich den Flow der Liebe, dieses gemeinsame Schwingen nutzen zu können. Und dann an alle Genusssüchtigen: Ist der Genuss über die Zeit hinweg viel höher, als wenn man am Anfang das Verliebtsein einfach nur verkonsumiert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder, euer Christian.